Folge 20 Frequent Traveler Weekend Update. Ja, die 20. Folge dieses Jahr, wie die Zeit vergeht. Wir haben letzte Woche ja über die Lufthansa gesprochen, was Neues an Fluggeräten kommt. Überraschenderweise die 787 Dreamliner, die in die Flotte stoßen. Und da kommt die Business Class Light. Ich finde den Namen etwas merkwürdig, weil es ist ja keine Light-Version, sondern es ist eine upgraded Version in meinen Augen von der jetzigen Business Class. Also eine Verbesserung. Deshalb hat das nichts mit Light zu tun. Man hat vielleicht Light genommen, um es vorwegzunehmen, die Business Class, die halt kommt, die 777X, die sie bekommen soll, oder auch die 350er, dass die halt abgespeckt ist. Aber ich finde, es ist keine Light-Version, sondern es ist eine Premium-Version der jetzigen Version. Also insofern bleiben wir gespannt. Aber was wir nicht wissen, sind zum Beispiel die Ziele, wohin diese Dreamliner gehen sollen. Ganz genau. Dann, Lufthansa hat ihr Hub für Indien von Dubai nach Bahrain verlegt. Welche Gründe das hat, kann man nur spekulieren. Vielleicht ist es billiger, vielleicht ist es von den Crew-Rotationen her angenehmer. Das ist eine Geschichte. Dann am Frankfurter Flughafen gibt es eine positive Meldung. Terminal 2 öffnet wieder. Ja, ganz genau, Terminal 2. Wer mit Emirates, mit British Airways oder anderen Fluggesellschaften fliegt, der kennt das Terminal 2 ja, muss jetzt bei der Lufthansa im Terminal 1 vorlieb nehmen. Wer das nicht mehr möchte, der kann sich freuen, denn ab 1. Juni wird es das Terminal 2. Münchner Lounges unterliegen auch nicht mehr dem Bewirtungsverbot. Ja, ihr könnt in der Lounge wieder essen in München. Warum es in Frankfurt noch nicht so weit ist oder in anderen Lounges, liegt am Inzidenzwert. Schauen wir einfach mal, wie es sich weiterentwickelt. Fluggesellschaften haben diese Woche bekannt gegeben, dass ihre Kapazitäten hochfahren. Ja, warum hochfahren? Ja, ganz einfach deshalb, weil man mit höherem Demand rechnet. Ihr habt das ja bei der Eurowings zum Beispiel gesehen. Die haben die Buchungen, die sind durch die Decke gegangen. Maschinen sind voll, zusätzliche Maschinen, weil halt wirklich die Bedingungen, um wieder zurückzukehren nach Deutschland, sich geändert haben. Geimpfte brauchen zum Beispiel nicht mehr sich in Quarantäne zu begeben. Ansonsten, was interessant ist, es gibt also wirklich auch mehr als 40 neue Fluggesellschaften. Ich habe das schon mal gesagt. Aber das sind halt Neuigkeiten, die diese Woche gekommen sind. Also insofern bleibt gespannt. Auch noch als Thema Hilton-Übernachtung bringen bis zu 3000 Skywards Meilen pro Übernachtung. Also insofern da auch für Spaß gesorgt. Aber ihr wisst ja, wie immer, erstmal das Intro. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status zu bringen. Wenn ihr keine Nachrichten mehr verpassen wollt zu den Themen Meilen, Status und Punkte, also dass euer Themenbereich ist, dann abonniert doch diesen Kanal einfach. Wir haben die 1000 irgendwie geschafft. Irgendwie ist das da so rund am Fluktuieren. Einige fallen wieder raus. Ich weiß es nicht, ob YouTube nicht zählen kann. Aber heute, als ich das letzte Mal geguckt habe, hatten wir 1000 Subscriber. Dafür erstmal ein Danke. Jetzt auf zum nächsten Ziel, die nächsten 1000 wieder voll machen. Also ganz wichtig, abonnieren, ein Like da lassen und auch die Kommentarfunktion. Also, nachdem wir das geklärt haben, ihr wisst ja, Abonnierbefehl und so weiter, geht es jetzt auch direkt wieder ins Thema. Das erste Thema, was ich mit euch etwas intensiver besprechen will, sind die 787-9er, die Lufthansa gekauft hat. Das sollen wohl Maschinen von Norwegian sein und von China Airlines, wenn ich das richtig gelesen habe. Ganz sicher ist man da anscheinend auch nicht, je nach Quelle, wo man liest. Also insofern lassen wir uns da überraschen. Aber diese Flugzeuge sind fertig gebaut. Sie sollen dieses Jahr noch teilweise eingeflottet werden. Und 4 weitere Exemplare sollen auch noch in 2022 kommen. Das heißt also, die ersten 5 von 25 sind dann da. Und was das Spannende ist, die sollen nicht an die Tochterfluggesellschaften gehen. Die sollen wirklich bei der Lufthansa Mainline bleiben, kriegen die neue Lufthansa-Lackierung. So neu ist sie ja auch nicht mehr, in dem Lufthansa Midnight Blue oder wie man das auch immer nennen möchte. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Flugzeuge sollen damit einmal A ersetzt werden und welche Strecken somit? Also, ersetzt werden sollen natürlich damit die 340-300er. Warum? Ganz einfach, weil das sind Flugzeuge, die sind im Schnitt bei der Lufthansa schon seit über 21 Jahren. 17 Stück haben sie in der Flotte, haben ihren Dienst getan, sind mit ihren 4 Triebwerken auch leider nicht mehr up to date. Und da kommt natürlich so ein Dreamliner ganz gut um die Ecke. Heißt also, dass der Dreamliner Kosten und Sprit vor allem spart. Also da ein Beitrag zum
Umweltschutz. Von der Reichweite her sind das 13.500 Kilometer, die ein 340-300 fliegen kann. Die 787-9 kommt etwas weiter, die kommt 450 Kilometer weiter, 13.945 Kilometer, wobei da es auch etwas abhängig ist, was alles eingebaut wird bei dem Flieger. Heißt also, wenn die schwerer machen, weil da zum Beispiel noch Crewrests eingebaut werden oder irgendwas, dann kann die Reichweite noch ein bisschen variieren. Die 340er gibt es ja auch in zwei Konfigurationen, das heißt also einmal für 279 Reisende mit 221 Economy-Sitzen, 28 Premium Economy und 30 Business-Sitzen. Ganz richtig, keine First, ja, der RA40-300 gibt es keine First. Dann gibt es noch die andere Variante, die etwas mehr Passagiere hat mit 300 Fluggästen, also 261 in der Economy, 21 in der Premium Economy und 21 in der Business Class. Und damit ist sie wirklich auch, weil man die Reichweiten vergleichen kann und auch die Kapazität so ein bisschen vergleichen kann, da kann man dann darauf spekulieren, dass diese sich dann ergänzen oder ersetzen. Ja, die 787-9 hat eine klassische Bestuhlung von 296 People. Heißt also, wenn man die Lufthansa-Zahlen sich anguckt, dass man nichts Genaues weiß, weil die Lufthansa es noch nicht gesagt hat, in welcher Konfiguration sie kommt. Weil dann würden wir auch wissen, wie die Business Class so ein bisschen aussieht, ob es eine Fischgräte ist. Ich weiß es nicht. Wir sind einfach immer noch gespannt. Heißt also im Prinzip, wenn man sich die Wettbewerber anguckt, also zum Beispiel so eine Fluggesellschaft wie KLM, die sie ja die 787 schon betreibt, die haben ja 294 Reisende, heißt also 48 Premium Economy, 216 Economy und 30 Business Class Sitze. Das wäre eine gute Variante. Und bei der Lufthansa kann man einfach dann davon ausgehen, dass es wirklich den 340-300 und deshalb sage ich es einfach die ganze Zeit ersetzen wird. Darauf erstmal einen Schluck Wasser. Und da können wir einfach mal gucken, welche Ziele die 340-300er angeflogen sind. Und das gibt uns dann wirklich einige Hinweise. Punta Cana zum Beispiel in der Domrep, Cancun in Mexiko, San José, Costa Rica, nicht in Kalifornien, Bogota in Kolumbien sind Ziele, die wirklich angeflogen worden sind von der 340-300. Allerdings auch natürlich Ziele in China, Nanjing, Peking, Shenyang und Shanghai. Also das wären auch potenzielle Ziele. Das Flugzeug kann von der Distanz her natürlich auch andere Ziele anfliegen, wie zum Beispiel Singapur. Ich persönlich halte von Singapur als Option nicht viel. Warum? Singapur ist eine klassische First-Strecke. Das heißt also, da die Flaschine keine First-Class hat, wird sie da wahrscheinlich nicht eingesetzt werden. Ey, ihr könnt natürlich dann auch irgendwann mal sagen, hey, du hast nicht recht gehabt, ich kann mich auch irren, aber ich würde es halt jetzt nicht so sehen, weil die 747-8 fliegt hin, dann ist die A380 hingeflogen mit der First Class. Also insofern wäre das eine interessante Geschichte. Was natürlich alte Klassiker sind, die man fliegen kann, logischerweise, das wäre so Dubai oder aber auch Mittlerer Osten, Nahe Osten, wobei Nahe Osten natürlich auch für den 320er bedient wird. Ich würde mich natürlich freuen, wie der Tel Aviv oder sowas, oder Kairo zum Beispiel, mit dem Intercont-Produkt angeflogen werden sollte. Also insofern wäre das interessante Ziele. Lasst mich doch einfach mal wissen, was ihr davon haltet. Deshalb zeige ich wieder nach unten, zeige auf die Kommentarspalte, wo ihr euren Kommentar dazu lassen könnt und sollt. Was haltet ihr von der 787? Was erwartet ihr von der 787? Und vor allem ganz wichtig ist, was denkt ihr über die 787 mit den Dreamlinern? Weil wenn man sich das Ganze hier anguckt mit Boeing, sie haben nicht viel Glück gehabt. Dann bin ich auch sehr oft diese Woche angesprochen worden. Man hat, und das ist ein neues Thema, klassischer knallharter Break hier, dass Miles & More keine Verfügbarkeiten mehr bei Partner Airlines in der Business Class hat. Ja, was ist da das Thema? Ganz einfach. Das ist so, dass die Fluggesellschaften natürlich Interlining-Abkommen oder aber auch Intercharges haben. Heißt also, Lufthansa bezahlt andere Fluggesellschaften für die Sitzplätze in der Business Class. Und die werden halt im Moment nicht freigegeben vom Miles & More, dass man halt dann bei Partnern wie zum Beispiel, oh, einen Kragen mal richtig machen, ne? Aber ist ja noch in der Sendung aufgefallen. Also auf jeden Fall, dass man da bezahlen muss. Und das haben wir ja auch von der Scandinavian Airlines gehabt, dass SAS zum Beispiel auch alle
Meilenangebote rausgenommen hat, die nicht bei der SAS geflogen worden sind, um einfach den Cash Drain zu reduzieren. Das heißt also, weil man bezahlen muss, wollte man das nicht machen und hat damit dann die Leute auf die eigene Fluggesellschaft gebracht, weil es eigentlich dann, Anführungsstrichen, nichts kostet oder zumindest nicht so viel kostet in der Produktion, wie das, was man an die anderen Partnerfluggesellschaften, ich sage jetzt wieder mal, wenn man von Lufthansa auf United oder auf Anna oder wem auch immer fliegt. Eine andere Erklärung kann natürlich auch sein, dass man sagt, hey, die Flugpläne sind nicht belastbar gewesen. Wir haben so viel Stress damit gehabt. Wir haben schon mit unseren eigenen Flugrouten Probleme. Warum sollen wir uns das noch aufhalsen? Das kann auch ein Argument sein, was da geht. Also insofern, dass man da einfach sich auf die eigenen Leute stützen möchte. Also ich denke mal, dass es eher in dem Bereich der finanziellen Geschichte ist, dass man da dann, Geld sparen möchte. Ist ja auch legitim, wenn andere das machen, warum soll die Lufthansa das nicht tun? Flughafen Frankfurt Terminal 2. Ich habe mal eine Zahl gehört, und zwar 200.000 Euro soll es kosten, um das Terminal aufzusperren. Das heißt also, Licht anzulassen, anzumachen und dann anzulassen, zumal solange die Leute da sind, wenn das im Fünf-Flug-Vertrieb gemacht wird. Und im Moment ist nicht wirklich viel los, aber man sieht die Steigerung und deshalb macht Frankfurt das, hat wahrscheinlich auch von einigen Fluggesellschaften auf den Deckel bekommen. Einige Flughäfen haben ja auch die Gebühren erhoben, das also erhoben im Sinne von einkassiert, aber auch erhöht. Und damit haben sie auf ein neues Level erhoben. Und damit ist es halt wirklich so, dass man da dann bei der Lufthansa oder wie auch immer gesagt hat, hey, davon werden wir vielleicht unser Terminal auch wieder alleine haben. Ich weiß es nicht. Also wenn ihr da einen Grund habt oder eine Anmerkung habt, Kommentarspalte. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Fluggesellschaften kommen ja meistens immer nach dem Flughäfen. Ihr wisst das ja schon, wenn ihr treue Zuseher seid. Und eine Fluggesellschaft, die jetzt wieder mit den 737ern sich eingerüstet hat, ist Alaska Airlines. Die haben mehrere bestellt. Die haben 13 Stück, glaube ich, noch dazugenommen. Weiß jetzt gar nicht, inwieweit die 13 irgendeine symbolische Wirkung hat. Aber man hat halt mehr Flugzeuge genommen. Man hat ja schon angekündigt, dass man die Airbusse alle rausflottet. Ich weiß gar nicht, ob die schon alle zugunsten der 737 MAX raus sind. Ich glaube es noch nicht, weil die ja noch nicht fliegen dürfen in der Vielzahl, weil man ja da mit dem Kabel Probleme hatte. Also insofern, worauf ich hinaus wollte, war, dass man bei der Boeing-Fabrik einen Backlog hat, weil man von der FAA jetzt das grüne Licht bekommen hat, um diese Kabel endlich auch mal auszutauschen. Also das heißt, die Reparatur, die man vorgeschlagen hat, ist von der FAA akzeptiert worden. Das wird jetzt gemacht, dauert irgendwie 20 Stunden pro Flugzeug. Man hat irgendwie gefühlte 400, 500 Flugzeuge irgendwo da stehen. Ich glaube, über 100 irgendwas bei Kunden, die erneuert werden müssen, und ich glaube, 400 selber nochmal. Dann können ja selber ausrechnen, wie viele Wochen und Monate die damit verbringen werden, die Flugzeuge flugtauglich zu machen. Also das wird dann wahrscheinlich eins der besten getesteten Flugzeuge sein, was bis jetzt geflogen ist. Also insofern vielleicht ein Ende zu der 737-Story. Ein weiterer Flugzeughersteller, der ja nicht mehr Flugzeuge in der Form herstellt, wie wir es kennen, ist Bombardier. Die haben die C-Series ja an die Freunde in Toulouse, also Airbus, verkauft. Man hat das Ganze, und jetzt festhalten, für 591 Millionen Dollar ja verkauft. Also das heißt, man hatte da die 6 Milliarden, die man in Entwicklung dieses Superflugzeuges gesteckt hat, hat man quasi an Airbus weggedrückt. Und Airbus hat damit natürlich dann ganz klar sagen können, hey Leute, wir haben das Netz, wir haben die Verkaufskanäle, wir haben die Wartung, also wir haben das Ganze aus einer Hand. Und damit war das ein sehr, sehr guter Move für Bombardier, was ich persönlich schade finde, weil das Flugzeug ist sensationell, dass es jetzt bei Airbus ist, wird aber jetzt als Airbus A220 vermarktet, 100 und 300. Man hat auch viele Bestellungen dazu bekommen. Delta ist ja einer, der die bestellt haben. Und es war ja sogar im Gespräch, dass man die 150 Southwest-Flugzeuge
nicht mehr als 737 Max nachbestellt, sondern dann als A220 ist es aber dann nicht geworden, weil mit 24 Millionen pro Stück, und das ist dann wirklich über den Preis gegangen, ist dann bei Boeing der Zuschlag erfolgt und Airbus leider nicht. Aber Airbus hat jetzt gesagt, hey, wir möchten das so machen, dass wir den Philipp Balducci ablösen, das ist der Statthalter da, weil er die Kosten nicht genug reduziert hat. Das heißt also, die Produktion für den Airbus A220 in Kanada ist immer noch zu teuer. Das heißt also, als die Europäer da an die böse Seite der Macht gekommen sind, Star Wars-mäßig, hat man da halt wirklich den Manager gestellt. Aber er wird ersetzt jetzt, ganz einfach. Und zwar, warum ganz... Ja, man sagt einfach, er hat nicht genug gespart. Und dann hat man jetzt einfach jemanden hingetan, der es kann. Und man hat bei Raytheon Technologies Sparpotenzial gesehen. Warum Raytheon Technologies? Das sind die zum Beispiel die Triebwerksgondeln herstellen, die dann mit Collin Aerospace auch Elektroniksysteme, Sensoren herstellen. Also diese ganze Klabberadatsch. Und man will da wirklich die Zulieferer etwas mehr auspressen oder wie soll ich sagen? An der Kandare halten? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall will man da noch Synergien holen und möchte dann gucken, ob man besser verhandeln kann, als das die Jungs aus Kanada, aus Montreal konnten. Das bleibt spannend. Aber wie gesagt, ein super Flugzeug in meinen Augen. Tipp, top. Jetzt kommen wir auch weiter zu Bombardier und zwar die Vorgängermaschinen. Das waren ja CRJs 900. Das heißt also, die bei der Cityline, diese langen Zigarren, gar nicht zu vergleichen mit unserem 350er hier. Ne? Habe ich ein bisschen verschoben, wieder zurückschieben. Bisschen zurückschieben. So, auf jeden Fall, die erste ist schon aus der Flotte raus und ist auch mit einer ungewöhnlichen Strecke auf den Weg nach Tucson, Arizona gegangen. Warum Tucson, Arizona? Weil in Tucson, Arizona ist ein Boneyard und ein Flugzeugparkplatz unter der Sonne. Und die Delta Alpha Charlie Kilo Lima, das ist das Flugzeug von Bombardier, ist nach 15 Jahren in der Lufthansa-Bemalung dorthin geflogen. Sie sind nach Reykjavik, dann von dort nach Goose Bay und dann Boston, Chicago und dann aber auch wirklich in Tucson gelandet. Tucson ist unterhalb von Phoenix an der mexikanischen Grenze. Ich selber war schon öfter dort, habe auch da das Flugzeug Graveyard. Eigentlich ist ja kein Graveyard, ja, viele ja auch geparkt werden. Da war ja auch die 747-8 von der Lufthansa geparkt, die ich abgenommen habe und dann verkauft haben. Also das heißt ja nicht, dass die Flugzeuge dort zum Sterben gehen wie die Elefanten. Ihr wisst das ja. Sondern sie werden da auch geparkt. Also insofern, was soll das Thema bringen? Ganz einfach das. Lufthansa hat sich mit der Vereinigung Cockpit ja geeinigt, dass man diese Flugzeuge ersetzen kann. Und jetzt aufpassen, durch Airbus A319er. Die sind von der Austrian Airlines zum Beispiel, und die gehen dann rüber zur Cityline, können damit etwas billiger beredert werden und damit wäre das dann in meinen Augen vielleicht auch etwas interessanter für uns als Passagiere, weil wir haben ja mit diesen Zigarrenflugzeugen immer das Problem gehabt, dass wir damit Outpositions haben, klassischerweise, weil es damit einfacher ist, auszusteigen, einzusteigen, als mit so einem Airbus. Ich finde es persönlich schön. Gucken wir einfach mal, wann die ausgeflottet werden. Und die 319er, das sind ja auch Arbeitstiere im Moment. Selbst die von der Lufthansa, die werden ja geflogen wie nichts Gutes. Jetzt gibt es wie immer für euch noch ein Thema aus dem Meilen-Status, Punkte, Deals, aber auch Loyalty, also Kundenbindungsprogramm. Wer bei Hilton sammelt, uns schon seinen Status dieses Jahr geschafft hat, weil da gibt es ja auch die reduzierten Statusnächte und zufällig bei Emirates sammelt, kann 3000 Skywards-Meilen sammeln. Man muss sich einfach anmelden bis zum 18. Mai. Und Link habt ihr unten auch in den Shownotes. Ich meine, es wäre 18. Mai, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Da bekommt ihr pro Übernachtung 3000 Punkte, wenn ihr bei Hilton übernachtet. Aber ganz wichtig, die Aktion gilt einmal bis zum 31. August. Also das heißt, wir haben jetzt Mai, Juni, Juli, August, sind über 3 Monate. Was aber ganz, ganz wichtig ist, ist, wer sich Punkte, Meilen und so weiter bei Skywards gut schreiben lässt, kriegt keine mehr bei Hilton.
Also das heißt, ihr müsst euch das überlegen, ob ihr das macht. Wer also da den Status sammeln möchte, der sollte das nicht tun. Wer aber bei Emirates Meilen Punkte Status sammeln möchte, kann das bei Hilton machen und kann da die 3000 Punkte bekommen. Denn nochmal, die Emirates Meilen sind wertvoll, weil man kann zum Beispiel schon mit 9000 Meilen einfach ein Upgrade machen. Das heißt also, ihr könnt einfach damit ein Upgrade machen, wenn ihr in den Mittleren Osten fliegen wollt oder nach Asien. Da lohnt es sich dann schon von der Business Class zum Beispiel, schon von der Economy Class in die Business Class. Das wäre also im Moment so ein Insider-Tipp, wo ihr das machen könnt. Der Verkauf oder der Punktekauf, den ja die Emirates haben, der ist im Moment nicht mehr ganz so prickelnd, wie er war. Er war ja nur an dem einen Tag, erinnert euch, wo ich die Sondersendung gemacht habe, gab es 100%, jetzt gibt es nur noch 45%. Deshalb über Hilton das machen, nicht mehr die Meilen kaufen. Das wäre eine interessante Geschichte. Also da nochmal einfach schauen. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste oder Nöte habt, schreibt sie unten in die Kommentarspalte unter den Shownotes rein. Link zu der Aktion ist auch in den Shownotes. Und ihr wisst, und ich weiß es auch, es gibt an dieser Stelle normalerweise die RKI-Sachen, aber ihr müsst leider selber nachschauen dieses Mal. Wer bis zu Ende geschaut hat, kann übrigens reinschreiben, einfach nur RKI, dann sehe ich, wie lange ihr geguckt habt. Einfach nur das als spannender Hinweis. Da gab es ja nicht viele Änderungen. Einige Länder sind aufgegangen, nicht wirklich viele. Italien zum Beispiel, erinnere ich mich. Aber ich werde es nächste Woche wieder nachliefern und ich gelobe Besserung. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart heute bei der 20. Ausgabe von Frequent Traveler TV Weekend Update. Wenn ihr also wie immer Sorgen oder Nöte habt, unten in der Kommentarspalte und ich komme auf euch zu. Und nicht vergessen, Clubhouse. Wir haben jeden Tag unser Clubhouse-Talk. Wir haben jetzt die Folge 113 heute Abend. Heißt also da schon über 113 Tage jeden Abend um 7:45. Oder über WhatsApp, Telegram könnt ihr mich erreichen. Da sind meine Socials auch in der, ihr wisst es, in den Shownotes. Also, danke, dass ihr dabei wart und ich freue mich und vergesst jetzt spätestens nicht zu subscriben, wenn ihr noch nicht subscribed habt, damit wir den Höhenflug weitermachen können. Vielleicht irgendwann mal wirklich fünfstellig werden, nachdem wir jetzt vierstellig geworden sind. Das ist das nächste Ziel. Fünfstellig, das lobe ich mir. Also, Abonnierbefehl, danke euch. Bis bald bei Frequent Traveler TV Weekend Update.